und herzlich willkommen zur virtuellen Schulführung des Evangelischen Schulzentrums Michelbach. Wir sind Lotte und Dominik und möchten euch heute unsere Schule zeigen. Kommt mit! Als erstes schauen wir uns gemeinsam das Gebäude der Unterstufe an. Kommt mit rein! So sieht ein typisches Klassenzimmer an unserer Schule aus. Das ist das Klassenzimmer der 5G. Alle Klassen sind modern ausgerüstet und haben nicht nur eine Tafel, sondern auch einen Beamer, die oft im Unterricht genutzt wird. Seit dem zweiten Lockdown hat jede Klasse auch noch ein virtuelles Klassenzimmer dazu bekommen, in dem wir uns online zum Unterricht treffen. Das ist zwar nicht das gleiche wie in die Schule zu kommen, macht aber trotzdem viel Spaß. Hier seht ihr den zweiten Teil des Klassenzimmers, der für die Gruppenarbeit oder die Freiarbeit genutzt wird. Wir haben hier genug Platz für unsere Materialien. Und jeder Schüler hat einen eigenen Spind, damit wir nicht immer alle Bücher mit nach Hause schleppen müssen. Hier seht ihr den Freiarbeitsbereich der Klasse 7R. In unserem Stundenplan gibt es pro Woche 2 Stunden, in denen wir unter Anleitung unseres Klassenlehrers selbstorganisiert lernen. In einer weiteren Stunde bekommen wir zusätzliche Unterstützung in Deutsch, Mathe oder Englisch. Als nächstes möchten wir euch unseren Pausenhof zeigen. Während der Pausen können wir das große Schulgebäude zum Spielen, zum Sport treiben oder einfach zum Entspannen nutzen. Sehr beliebt ist unser großes Trampolin, aber auch der Fußballplatz wird von vielen Schülern genutzt, um sich in den Pausen auszutoben. Es gibt auch noch viele weitere Spielgeräte, sodass es in den Pausen nie langweilig wird. Thank you.
es draußen regnet, haben wir genügend Möglichkeiten, um unsere Pausen zu verbringen. In unserem Aufenthaltsraum kann man zum Beispiel Tischfußball spielen, Kekse essen oder sich im Chill-Out-Raum entspannen. Ein wichtiger Teil unseres Schultags ist natürlich auch die Mensa, wo wir uns zum Mittagessen treffen. Das Essen ist super lecker und das Küchenteam achtet darauf, dass auch nachhaltig erzeugte Produkte verwendet werden. Das Essen in der Gemeinschaft wird bei uns an der Schule großgeschrieben. Deswegen essen wir alle zusammen. Manchmal sind wir deshalb auch zum Essensdienst eingeteilt und helfen dabei, die Tische sauber zu machen. Als nächstes zeigen wir euch das Gebäude der Mittelstufe, wo die Klassen 8 bis 10 unterrichtet werden. Hier befindet sich das Sekretariat mit unseren freundlichen Sekretärinnen. Sie sind bei allen Fragen und Problemen für uns da. Schauen wir mal, ob jemand da ist. Ja, hallo und willkommen zum Tag der offenen Türen. Herzlich willkommen. Hallo. Hier seht ihr das Atrium unserer Schule. Hier finden Konzerte, Gottesdienste oder andere Veranstaltungen statt. Oft wird dieser Bereich aber auch einfach zum Tischtennisspielen genutzt. Das hier ist unser modern ausgestatteter Computerraum. Manchmal findet unser Unterricht hier statt, zum Beispiel wenn wir im Internet Informationen zu einem bestimmten Thema suchen. Wir haben in der 5. Klasse auch ein extra Schulfach, in dem wir lernen, wie man mit dem Computer umgeht. Für besonders technikinteressierte Schüler gibt es weitere Angebote, zum Beispiel einen Workshop, in dem man Roboter programmiert. Hier seht ihr einen unserer Musiksäle. Musik wird an unserer Schule sehr groß geschrieben. In den Klassen 5 bis 7 haben wir deshalb eine Musikstunde mehr als an anderen Schulen. Alle Schülerinnen und Schüler nehmen zusätzlich an einer Musik-AG teil. Man kann zum Beispiel im Chor singen oder in einem Orchester mitspielen. Wenn wir Einzelunterricht in einem bestimmten Instrument haben wollen, ist das auch direkt an der Schule möglich. Ab der 8. Klasse kann man sich auch für das Musikprofil an der Schule entscheiden. Seit 2020 gibt es bei uns an der Schule die Brass Academy, in der man verschiedene Blechblasinstrumente lernen kann. Hier seht ihr einen der Übungsräume. Musik.
zeigen wir euch die naturwissenschaftlichen Räume unserer Schule. Neben dem theoretischen Unterricht machen wir hier auch viele Experimente. An unserer Schule gibt es auch ein Profil, das die Themen Naturwissenschaft, Technik und Religion miteinander verbindet. Das hier ist unser Technikraum. Da bei uns auch viel praktisch gearbeitet wird, könnt ihr hier zwei Schülerarbeiten bewundern. Das ist die Bibliothek der Schule. Man kann sich hier eine große Auswahl von Büchern und Zeitschriften ausleihen oder es sich in der Leseecke gemütlich machen. Unsere Schule hat zwei Kunsträume. Dieser hier wird Penthouse genannt, weil er ganz oben liegt und man von hier eine tolle Aussicht hat. Hier seht ihr einige Kunstwerke, die von Schülern erstellt wurden. Wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Eindruck von unserer Schule geben konnten und würden uns freuen, euch nächstes Schuljahr am ESZM zu begrüßen.